Du fragst dich, wie du deine PDF-Dateien ganz einfach in eine PowerPoint-Datei umwandeln kannst. Genau das zeige ich dir heute. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Wondershare-Kanal. Mein Name ist Samuel und wir schauen uns heute genau das an. Wie schaffst du es, eine ganz normale PDF-Datei mit 3 Klicks in eine PowerPoint-Datei umzuwandeln, die du am Ende sogar noch bearbeiten kannst. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, lass uns doch gerne ein Abo da und ein Like würde uns auch super freuen. Das zeigt uns, dass unsere Videos euch wirklich helfen und dass euch die Videos gefallen. Und wenn ihr Ideen für noch weitere Videos habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich möchte euch heute 3 Methoden zeigen, wie ihr eine PDF-Datei in eine PowerPoint-Datei umwandeln könnt. Die erste ist ganz normal, eine normale PDF-Datei, die ihr bearbeiten könnt, in eine PowerPoint-Datei umwandeln. Der zweite Punkt ist, eine gescannte Datei, also eine Datei, die man nicht bearbeiten kann, in eine PowerPoint-Datei umwandeln und sie am Ende trotzdem bearbeitbar machen. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, sogar der coolste, und zwar da zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von KI eine PowerPoint generieren lassen könnt, die nochmal ein bisschen cooler und mehr Pep hat als eine einfache PowerPoint-Datei. Und das alles auf Basis eurer PDF-Datei. Also dranbleiben und wir sehen uns gleich wieder. Wenn du deine PDF-Datei geöffnet hast, dann gehst du oben auf den Konvertieren-Tab. Das ist dein Go-To-Tab, wenn du PDF-Dateien in andere Formate konvertieren möchtest. Hier drückst du auf Zu PowerPoint. Hier kriegst du eine kleine Abfrage, die musst du einmal überfliegen, gucken, wo du das Ganze speichern willst und drückst auf OK. Und schon wird deine PDF-Datei in eine PowerPoint-Datei konvertiert. Wie du siehst, hast du deine ganze PDF-Datei jetzt in PowerPoint und was das Coolste daran ist, du kannst den Text immer noch vollkommen bearbeiten und auch die Bilder bearbeiten. Wenn wir das Ganze jetzt einmal als gescannte Datei einfügen, ihr seht, ich kann hier dran nichts verändern, es ist eine flache Datei, weil sie eingescannt ist, dann können wir da ganz einfach eine Einstellung verwenden, die das Ganze trotzdem bearbeitbar macht. Wir gehen wieder auf den Konvertieren-Tab, auf Zu PowerPoint und gehen hier in die Einstellung. Und hier können wir die OCR-Einstellung verwenden. Die Sprache ist in dem Fall Englisch, wir wählen alle Seiten aus und drücken auf OK und kriegen jetzt eine Konvertierung zusammen mit dem OCR-Effekt. Wie du siehst, sind wir jetzt in PowerPoint, der ganze Text ist bearbeitbar. Die Schriftart ist etwas anders, das liegt ganz einfach daran, dass die Originalschriftart auf dem PC nicht installiert war und deswegen PDF Element einfach eine andere genommen hat. Aber auch die Fotos sind wieder bearbeitbar, wir können sie verziehen und das Ganze natürlich zu unseren Wünschen personalisieren. Die dritte mit Abstand coolste Variante, seine PDF-Datei in eine PowerPoint zu verwandeln, können wir mit Hilfe von KI machen. Hier rechts an der Seite haben wir die KI-Seitenleiste. Und wenn wir die einmal öffnen, dann können wir PDF Element bitten, das Ganze einmal zusammenzufassen. Nachdem die KI unsere PDF-Datei zusammengefasst hat, haben wir jetzt hier einen Button. Den können wir benutzen, um von der KI eine PowerPoint-Präsentation generieren zu lassen. Wir werden in den Browser weitergeleitet, wo wir ganz einfach nur noch auf Generating drücken müssen. Die letzte Funktion haut mich wirklich immer wieder aus den Socken. Wie einfach es mittlerweile ist, eine wirklich schön gestaltete PowerPoint-Datei einfach aus der Grundlage einer PDF-Zusammenfassung zu bekommen. Und das Beste ist, man kann die PowerPoint auch noch zu seinen Wünschen individualisieren. Das finde ich wirklich enorm cool. Wenn dir das Video geholfen hat, lass uns doch gerne ein Like da, schreib uns in die Kommentare, falls du noch offene Fragen hast und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao!